Diese Switch ist ganz normal. Diese hier ist gehackt. Aber wie funktioniert das eigentlich? Nachdem ihr anhand eurer Seriennummer gecheckt habt, ob ihr eure Switch hacken könnt, kommt dieses kleine Ding ins Spiel. Könnt ihr sehen? Das Ding da. Wow, ein Stück Plastik. Ja, aber dieses Stück Plastik sorgt mit zwei kleinen Pins dafür, dass eure Switch in den Boot-Zustand kommt. Das ist circa so wie das BIOS auf eurem PC. In dem Zustand kannst du dann allen möglichen Firlefanz draufladen und deine Lieblingsmods für deine Nintendo Switch installieren. Dazu gesagt ist aber, dass dieser Spaß auch ein großes Risiko birgt. Denn seine Switch zu hacken, sieht Nintendo nicht so gerne.